Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem weiteren Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns in einer Ruine auf Dantooine und erkunden die Geheimnisse der Enklave, den dortigen Flashpoint, im Story-Modus. Ich bin ein wenig neugierig, Lord Krovos. Wenn Malgus lediglich das Imperium stärken will, was macht er dann in diesen Ruinen? Ich habe nie behauptet, dass ich die Details seiner Pläne kenne. Ich denke lediglich, dass er im besten Interesse des Imperiums handelt. Ich habe oft genug an Malgus Seite gekämpft, um in dieser Sache auf mein Gefühl zu vertrauen. Ja, also ich würde da jetzt mal nicht so viel auf irgendwelche Gefühle vertrauen, darf Krovos. Aber okay. Ich kenne ja auch schon den Trailer zu Legacy of the Sith. Das macht die Sache halt so ein bisschen schwieriger. So, hier seht ihr diese Säulen, die man hier bekommen kann, auch nochmal. Das ist jetzt so eine Zweiersäule, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ist die Deko hier ganz cool. Macht auch Spaß. Mal gucken. Da müssten ja jetzt auch gleich nochmal Druiden sein. Ja, ich wusste es. Hallo, ihr Druiden. Machen wir gleich mal ein bisschen Metallschrott. Nicht, dass das jetzt lange halten würde. Wow, diese Flächeneffekte sind schon ein bisschen gemein. So, das war's. Okay, danke, Darth Rivix. Könntest aber ruhig auch während des Kampfes heilen, da hätte ich echt gar nichts dagegen, Kumpel. So, und hier ist jetzt die letzte Konsole. Die machen wir auch noch eben auf. Klick. Click it, baby. Sieht jetzt alles ein bisschen bescheuert aus. Aber ich drücke mich hier halt in die Ecke, damit er möglichst nahe an der, an dem Terminal hier kaputt geht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir meine ganzen Fähigkeiten noch mal ein bisschen gespart. Die werden wir sicher noch brauchen können. Ja, Rivix, ein bisschen heilen wäre geil. Ich meine ja nur. Und hier haben wir einen Druiden, an den ich mal kurz ein bisschen Schrott verkaufen kann. Wie praktisch, dass hier gleich mal so ein Sanitätsdruide rumsteht. Moment. Hier ist jemand. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Ihr seid in der Unterzahl und wir wissen, wie man Sith ausschaltet. Legt eure Waffen nieder und ergebt euch, Imperiale. Es sei denn, ihr wollt in Einzelteilen von ihr weggetragen werden. Niemand muss verletzt werden. Oh, ich habe mich verlaufen. Schlechte Wortwahl. Ich glaube, ich nehme mal echt. Ich habe mich verlaufen. Oh, Entschuldigung, Sir. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Sehr witzig, wirklich. Euer Weg ist hier zu Ende. Wir werden nicht zulassen, dass Imperiale unserer Mission im Weg stehen. Für die Republik! Wo auch immer er jetzt dieses Riesenteil hergezaubert hat. Aber im Grunde ist es egal, wen wir jetzt hier zuerst killen. Denn wir haben hier die freie Auswahl zwischen Leutnant Osunu, Sergeant Korrick und Captain Miner. Da ist keiner von denen offensichtlich ein Heiler, zumindest hatte ich das bisher noch nicht so im Gefühl bei den Kämpfen, die wir bisher hatten. Republikanische Abrissexpertin, hier haben wir eine Greiferin und der ist einfach eine Wachstreitkraft. Ich werde mich jetzt mal auf Korrick konzentrieren, weil ansonsten die ganze Zeit hier irgendwelche lästigen, nervigen Granaten durch die Gegend gehen. Schauen wir mal. Ihr kriegt erstmal die Dröhnung. Nicht, dass das viel bringt, aber eure imperiale Einmischung endet hier! Ja, ja, ist okay, Kumpel. Ist okay. Darth Krovos macht das schon. Das war längst noch nicht. Versuch das zu fliehen! Thank you.
Dumm, die dumm. So, einer weniger. Fräulein, ich habe eine Lanze, ist die nächste und am Schluss kommt dann der Captain. Wir machen das streng nach Dienstrang. Erst die Unteroffiziere, dann die Offiziere. Ihr seid erledigt! Igitigit. Da hat mir jemand eine Bombe angehängt. Sauerei. Das ist aber nicht nett. Kommt her! So, Captain, jetzt zu uns. Lass uns mal ein bisschen Tacheles reden. Ich stehe nicht auf deine komischen Bomben und so. Aber ich glaube, Darth Krovos ist gerade auch so ein bisschen genervt. Er möchte schon gerne gesprengt werden. Lass sie nicht durch! Ugh, schon wieder. Junge. Ich habe auch Dinge, mit denen man sprengen kann. Geh mir nicht auf den Sack. Sag mal, wie häufig kommt das denn noch? So viele Granaten kann er doch gar nicht haben. Es tut mir leid. Oh. Wir haben versagt. Ich habe die wöchentliche Herausforderung abgeschlossen. Auch okay. Nice. So, dann sammeln wir erstmal das Zeug ein. Ist da jetzt vielleicht ein bisschen Deko dabei? Nein. Mensch. Spiel, sei doch nicht so gemein zu mir. Aber wir haben hier gleich mal den nächsten Ranzen gekriegt. Und einen neuen Helm. Oh, und der ist richtig um einiges viel besser als mein bisheriger. Und ich habe hier auch eine sehr viel bessere Knarre. Quatsch, ein sehr viel besseres Relikt gekriegt. Ich muss das mal kurz tauschen. Da will ich mir nämlich auch aussuchen, was ich tausche. Welches tausche ich denn? Kritischer Trefferwert, Angriffskraft, Schnelligkeitswert. Ich glaube, ich nehme das Grüne weg. So. Dann wollen wir doch mal mit dem Captain ein bisschen reden. Wohin führen diese Tunnel? Sagt es uns. Miner? Wartet, ich kenne euch. Wo ist Captain Miner? Ich will mit ihm reden. Sofort. Er ist hier, am Leben. Das gilt allerdings nicht für diese Soldaten. Sagt mir, was ihr hier macht und was ihr erfahren habt. Sonst schließt sich dieser Mann den anderen an. Nein! Meisterin Naris! Verratet ihnen nichts! Bitte! Das würde ich nie tun. Es tut mir leid, Captain. Wie schade für euch. Tja, bin ich jetzt sehr licht oder bin ich jetzt sehr fies? Die hat ihn eiskalt geopfert. Krasse Scheiße. Nee, wir killen ihn nicht. Ich bin kein Arsch. Es reicht, Rivex. Lasst ihn gehen. Wow, er macht's trotzdem. Sackgesicht. Ich sagte, ihr sollt aufhören. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er war wohl zu schwach und konnte nichts mehr aushalten. Okay. Handelt nie wieder gegen meine Befehle. Habt ihr verstanden? Oh, das hat ich jetzt... werde mein Bestes geben. Das versichere ich euch. Das hat ihm jetzt wir nicht unseren gepasst. Nächsten Schritt. So ein Sackgesicht, der Typ. Das ist nicht schlecht. Der typische Sif. Upsi. Sein Hals war zu schwach. Sowas aber auch. Der Droide hat gesagt, Malgus hätte ihn an einer Kreuzung zurückgelassen. Ja, richtig. Könnt ihr die Aufzeichnungen überprüfen? Hier ist es. Das ist der Ort. Wir nehmen also denselben Weg wie Malgus in dieser Aufnahme. Was ist, wenn Malgus weiß, dass er verfolgt wird?
Was ist, wenn er die Aufnahme manipuliert hat? Ein berechtigter Einwand. Aber wenn wir nicht mit leeren Händen zurückkehren wollen, ist es leider unsere einzige Option, der Spur dieser Aufnahme nachzugehen. Rivix hat recht. Wir sind so weit gekommen. Dann gehen wir weiter. Bleibt einfach wachsam. Also ich glaube mal, der gute Rivix, der wird uns noch ordentlich ins Kreuz treten. Aber das ist halt immer dasselbe mit den Sith, die vordergründig sehr nett wirken. Zum Beispiel wie Lord Sesh. Irgendwann gibt es fiese Konsequenzen. Und wir gehen noch nicht diesen Weg entlang, sondern bewegen uns noch in diesen Tunnel, denn hier ist der Extra-Boss. Den wollen wir natürlich auch noch töten, wenn wir den schon extra so mühsam freigeschaltet haben. So, Alter, jetzt hast du mich hier immobilisiert, so eine Sauerei. Dafür gibt's Stress, Kumpel. Schade, dass man mit Rivix nicht flirten kann. Das hätte ich gern getan. Das ist mal ein interessanter Sith. Auch wenn er ein ziemlich abgewichster Arsch ist. Oh Mann. So, ich frage mich immer noch, was der für eine Spezies ist. Ist das ein Zeltron? Also ich meine, ein Reinblüter ist der ja ganz bestimmt nicht. So, hier können wir jetzt rein. Besiege den monströsen Terentatik. Da ist unser Freund. Mister, ich mache aus euch gerne ein bisschen Hackfleisch. Nee, du springst nicht auf mich drauf. Also bei ihm muss man definitiv aus den Effekten rausgehen, sonst wird er nämlich ein bisschen nervig. Und wir benutzen jetzt diesen Turm hier. Ritzel. Rivix, bisschen Heilung wäre geil. Ich meine ja nur. Das Viech hat halt vor allem unglaublich viele Lebenspunkte, deswegen dauert es ein bisschen, ihn platt zu machen. Ach, jetzt fängt er schon wieder an hier an. Nee, Kumpel, muss jetzt nicht sein. So, jetzt darfst du ein bisschen burnen, Kumpel. Oh. Okay, jetzt findet er mich scheiße. Ich merke das schon. Ich habe Krovos mal wieder die Akku geklaut. Ah, jetzt wird er wieder zickig. Ritzel. So ein Shit machen wir hier nicht, Kumpel. Hier wird dein Verhalten angepasst mit dem Turm. So, das hätten wir. Einmal mehr ein bisschen Beute. Hoffentlich ist diesmal Deko dabei. Na? Nee, natürlich nicht. Aller möglicher Scheiß, nur keine Deko. Auch Mann. Das ist gemein. Und ich habe noch gesagt, die Deko hier ist cool. Hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. War nicht die beste Idee. Ich hab's gejinxt. So, aber jetzt nähern wir uns dem Endkampf. Denn die freundliche Jedi, die den armen Soldaten da hat sterben lassen, die ist jetzt natürlich auch noch hier zu erledigen. Ich meine, was sollte sie machen? Irgendwelche Infos rausgeben, die wahrscheinlich total wichtig sind. Aber für den Soldaten ist natürlich scheiße. So, hier ist ein Sunny. Ich glaube, den Sunny machen wir gleich mal ein bisschen kalt. Ja, das Thema hätten wir. So, dann die Nahkämpfer weghauen. Das war's. Rivix? Heilung und so? Junge, dass ich dir das immer erst sagen muss. Das ist wahrscheinlich die Retourkutsche für vorhin. Seht euch diesen Ort an. Was haben die Jedi hier gemacht? Tja. Erinnerungen ändern, Verstand löschen und andere unappetitliche Machtexperimente. Wirklich? Ich hatte nicht gedacht, dass die Jedi dazu fähig wären. Das ist jetzt natürlich doof, dass der Weg verschüttet ist. Da müssen wir uns erstmal Sprengstoff... Wir müssen da irgendwie durch, schnell!
Ja, ist doch schon okay. Ich sammle doch schon den Sprengstoff ein, Kumpel. Jetzt stress mal nicht. Dass diese Darfs auch immer so rumstressen müssen. Mensch. So. Haben wir's jetzt. Dankeschön. So, noch ein Kanister. Und natürlich muss ich das alles selber tragen, weil von euch mir keiner hilft. Das ist echt wieder typisch. Ich bin hier eigentlich der Anführer, aber ich muss jeden Scheißdreck selber machen. Das ist echt gemein. Ah. So, dann sprengen wir doch hier mal ein kleines Loch in die Wand. Genauer gesagt in die Trümmer hier. Suche nach Hinweisen auf Malgus. Irgendwelche toten Leute? Was könnte ein geeigneter Hinweis auf Malgus sein? Kaputte Respiratoren vielleicht oder so? Komm, Sunny, du lebst jetzt auch nicht länger. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir uns noch den Weg in Richtung Malgus suchen. Ja, das war hier drüben. Ich gucke aber nochmal eben kurz in diese Ecke. Vielleicht ist hier tatsächlich irgendwas, was ich mal übersehen habe, weil ich glaube, da waren wir bisher noch nie drin. In all den Besuchen. Nö, leider auch kein Datapad oder so. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr Info gewünscht zu diesem Ort, wenn ich ehrlich bin. Weil das bietet sich ja irgendwo so ein bisschen an. So alte Ruinen und so, das ist schon... Woher wisst ihr so viel über die Geschichte der Jedi Rivix? Wie gesagt, ich würde meine Pflicht vernachlässigen, wenn ich mich nicht über diese wichtigen Einzelheiten auf dem Laufenden halten würde. Selbst ohne meine Forschungen hat dieser Ort viel Tod und Aufruhr erlebt. Der vor Jahrhunderten erlittene Schmerz klingt hier immer noch nach. Wie ein Echo in der Nacht. Spürt ihr es nicht, Lord Krovos? Schluss jetzt. Wir müssen in Bewegung bleiben. Der hat da schon so ein bisschen Spaß dran, sie zu verunsichern, habe ich den Eindruck. So. Aber wer weiß, was der uns dann noch für interessante Momente bietet, der gute Rivix. Ich glaube schon, dass wir mit dem noch ein bisschen Spaß haben werden. Aber nachdem jetzt auch so langsam die ganzen alten Helden ein bisschen demontiert wurden oder eben andere Aufgaben bekommen haben, ist es natürlich klar, dass wir auch ein paar neue aufbauen müssen. Zum Beispiel eben jetzt Krovos oder Rivix. So. Das ist der einzige Weg, der weiterführt. Wer auch immer diese Tür gebaut hat, er wollte nicht, dass hier jemand herumschnüffelt. Aber jemand ist trotzdem reingekommen. Vor kurzem erst, den Lichtschwertspuren nachzuschließen. Dann sollten wir nachsehen, was da drin ist. Umdrehen. Versucht nicht zu fliehen. Oder was? Bringt ihr mich dann um? So wie meine Freunde? Ich spüre die Wut, die sie ausstrahlt. Und seht, was sie ihren eigenen Leuten angetan hat. Gut gemacht, Jedi-Meisterin. Wirklich gut gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Das war ich nicht! Ich habe sie so gefunden. Vermutlich konnte Darth Malgus für den Rest meines Teams keine Nachsicht erübrigen. Genau wie ihr. Woher wisst ihr, dass das Malgus Werk ist? Spielt keine Spielchen mit mir. Ihr seid Imperiale, ihr wisst, dass es Malgus war. Sagt mir, was er hier wollte und wo das Relikt ist. Ich weiß, dass er es genommen hat. Wir wissen nicht mehr als ihr, Jedi. Nicht! Versucht nicht, mich zu manipulieren. Ihr Sith. Übertrefft euch ständig selbst, wenn es um Täuschung geht. Ich habe so viele dunkle Dinge gesehen und bin trotzdem jedes Mal wieder schockiert. Wartet. Irgendetwas stimmt nicht. Ignoriert das Gejammer der Jedi.
Wir sollten sofort gehen. Ihr geht nirgendwo hin. Eine derart durchschaubare Finte hält mich nicht auf. Ich habe das Schlimmste gesehen, was das Imperium zu bieten hat, und habe zum Licht zurückgefunden. Sobald ihr aus dem Weg seid, werde ich Malgus selbst zur Strecke bringen. Wenn Lord Krovos sagt, wir müssen gehen, dann gehen wir. Ich lasse es darauf ankommen. Damit wäre das Ende der Folge wieder erreicht. Danke dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut bis dahin und tschüss.